Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur einer neuen Ausgabe unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Ich bin hier quasi in Vertretung von Urs Spörri vom Deutschen Filmmuseum, der leider krank ist und Sie sonst begrüßt. Die Reihe Was tut sich im deutschen Film ist ja eine Kooperation zwischen dem Deutschen Filmmuseum Frankfurt und uns, der Filmzeitschrift IPD Film. Mein Name ist Rudolf Forschech, ich bin der verantwortliche Redakteur. Wir machen das übrigens, wenn ich mal angeben darf, seit Mai 2005 im 13. Jahr und bald im 14. Jahr. Und wir laden einmal im Monat einen herausragenden Film aus dem deutschen Kino ein, also einen Film, den wir für herausragend halten, und sprechen dann im Anschluss des Films mit dem Regisseur. In diesem Monat ist es Lux, Krieger des Lichts von Daniel Wild. Bevor ich aber Daniel Wild Ihnen vorstelle, muss ich eine weitere Tradition unserer Reihe erwähnen. Das ist, dass es vor dem Film immer einen Kurzfilm gibt. Wir wollen damit einfach auch die Tradition des Kurzfilms, früher waren Kurzfilme ein fester Bestandteil des Kinoprogramms, das ist heute nicht mehr so. An diese Tradition wollen wir damit erinnern. Vorher sehen Sie Bademeister Paul von Jakob Lass, was jetzt übrigens auch eine Korrelation mit Lux, Krieger des Lichts hat. Jakob Lass ist derjenige Regisseur, er kommt eher so aus dem Mumblecore-Bereich, mit dessen Film Love Stakes Franz Rogowski bekannt wurde vor 3 oder 4 Jahren, glaube ich, der wiederum die Hauptrolle in Lux, Krieger des Lichts spielt. Also gucken wir erstmal den Kurzfilm und dann kommt Daniel Wild auf die Bühne. Viel Spaß. Jetzt darf ich Ihnen Daniel Wild vorstellen. Guten Abend. Dankeschön. Was ich vorhin übrigens vergessen habe zu erwähnen, ist, dass sein Film bei den Hofer Filmtagen, das ist eines der wichtigsten Festivals zum deutschen Film, den Heinz-Badewitz-Nachwuchspreis bekommen hat, wollte ich doch jetzt mal sagen. Wie war das? Das war großartig, ja. Willst du noch was vor dem Film sagen zum Film? Ansonsten sehen wir uns ja nach dem Film wieder, wir beide. Und sprechen dann vielleicht so 20 Minuten, eine halbe Stunde miteinander und dann können Sie auch Ihre Frage stellen. Noch was vor dem Film? Nein, dann würde ich einfach nur viel Spaß wünschen. Ein etwas anderer Superheldenfilm aus Marzahn-Lichtenberg. Okay, bis gleich. Danke. Ja, vielleicht mal so eine, also ich hatte das vorhin schon gesagt, nur zur Erinnerung, wir reden uns jetzt hier mal so 20 Minuten, eine halbe Stunde warm und dann sind Sie aufgerufen, wenn Sie das denn wollen, Ihre Fragen zu stellen oder Ihre Kommentare zum Film abzugeben. Vielleicht mal so eine Auftaktfrage, das ist ja nun auch ein Film eigentlich über Altruismus. Er will ja jetzt irgendwie gar nichts dafür, was er da irgendwie macht, und gleichzeitig trägt er dieses Superheldenkostüm. Das wird in dem Film so ein bisschen motiviert mit seiner Mutter, er hatte immer schon dieses Superheldenkostüm. Nun ist es ja bei den Superhelden in den amerikanischen Filmen auch nicht mehr so, dass die so geradlinig gut sind. Wieso das Superheldenkostüm? Also mich hat es interessiert, diese Real Life Superheroes, die sind jetzt bei uns relativ unbekannt. Es gibt, glaube ich, tatsächlich in Deutschland keinen, der das macht, aber in Amerika ist es relativ, also unter Anführungszeichen verbreitet, so durch
durch die Staaten. Und ich hatte über die einen Artikel gelesen. Das fand ich natürlich spannend, weil man einmal Superhelden aus dem Alltag hat. Die sind auch von allen Schichten vertreten, vom Millionär bis zum arbeitslosen Alkoholiker, von 16 bis 60. Ja, das hat mich fasziniert und das ist natürlich dann auch spannend, darüber einen Film zu machen. Man kann die ganze Zeit mit Stereotypen dieses Genres spielen, aber man macht natürlich einen ganz anderen Film und das hat mich sehr daran interessiert und dann muss der natürlich auch ein Kostüm haben. Ja. Was er ja selber macht, ne? Er sagt immer, er hat mit Tape arbeitet er. Aber gleichzeitig scheitert er ja auch mit seinem Superheldenstatus, aber auch mit seiner quasi Haltung zur Welt. Drückt sich da so eine gewisse Skepsis aus? Ja, wahrscheinlich schon. Also was mich interessiert hat, war so eine, also er ist ja sehr idealisiert, er ist ja eine sehr reine Figur, ohne jetzt große Schattenseiten. Und mich hat das so ein bisschen interessiert, so eine Art Versuchsanordnung zu schaffen, wie wir als Gesellschaft auf Leute blicken, die vielleicht mit einer großen Naivität, aber eben mit einer großen Ehrlichkeit Sachen machen und vor allem im Gegenzug dafür nichts verlangen. Und der Film vertritt jetzt so ein bisschen die These, dass wir sie entweder belächeln und verlachen oder dass wir sie ja, medial ausschlachten. Und da frage ich mich eigentlich, warum. Okay. Er merkt es ja schon, dass er quasi Teil eines Plans ist. Ich meine, es ist mir auch klar, dass man als Regisseur vielleicht nicht so seine Figuren interpretieren kann, aber weil es eben Figuren sind, die ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten haben. Aber was ich mich gefragt habe, ist, wieso steigt er nicht schon früher aus? Er macht ja dann auch diesen ganzen Medienhype mit. Wieso? Ja, da habe ich auch mit Franz länger drüber gesprochen. Ich denke, oder das kam auch von Buchseite, dass es für ihn natürlich auch eine Faszination hat und auch ein Kick. Also diese, er war jemand, der wurde davor nur belächelt oder es hat sich keiner für ihn interessiert. Jetzt kommt dieses Filmteam und das schmeichelt ihm meiner Meinung nach auch. Und das ist etwas, was ihm auch gefällt. Etwas, was er auch nicht kennt. Und am Anfang sind es ja auch erstmal positive Effekte. Durch das Filmteam kommt er in einen anderen Stadtteil. Er lernt also Kitty kennen. Er wäre davor wahrscheinlich nie in einen Burlesque-Club gegangen. Und das heißt, im ersten Schritt eröffnet sich ihm eine neue Welt, die er so nicht kennt, die ihm erstmal weiterbringt und die ihm auch gefällt. Und die nächsten Schritte, also je mehr der Brand dann eben Einfluss nimmt, desto mehr kippt das natürlich. Mhm. Und das ist natürlich auch ein bisschen der Dramaturgie geschuldet. Ja. Das fängt ja schon so an, man merkt das ja am Anfang nicht, als er da auf dem Dach des Hochhauses sitzt und von hinten so gefilmt wird, dass da schon das Filmteam quasi dabei ist. Das finde ich ja auch sehr, sehr geschickt gemacht. Also wenn man den so zum zweiten Mal sieht, hat man so den Eindruck, er ist irgendwie auch quasi so ein Gefangener der Medien letzten Endes. Das Ganze ist ja auch eine Mediensatire, sag ich jetzt mal irgendwie. Gibt es da auch eine gewisse Skepsis deinerseits den Medien gegenüber? Nein, gar nicht. Ich bin auch froh, dass du jetzt Satire und nicht Kritik gesagt hast, weil wenn ich als Filmemacher sage, Medien sind doof, dann tue ich mir damit keinen Gefallen, glaube ich. Sondern mir ging es darum, also der Film verhandelt ja auch vor allem auf den formalen Ebenen immer die Frage, was ist authentisch, was nicht. Mir hat immer der Gedanke gefallen, dass die Person im Superheldenkostüm die authentischste von allen ist. So. Das war der Ansatz bei ihm. Und dann kann ich das natürlich, das Filmteam, also der Jan und die Lina, diskutieren darüber, wie weit kann man gehen, was darf man im Dokumentarfilm machen.
die haben ihren Part. Kitty als Tripperin sagt, hey, mein Job ist wenigstens ehrlich. Die Leute wissen, dass ich ihnen nur was vormache. Da gibt es wieder eine andere Richtung. Also das hat mich sozusagen auf Figurenebene interessiert, verschiedene Varianten von Authentizität zu beleuchten und dann natürlich auch formal der Dokumentarfilm oder der Spielfilm im Deckmantel eines Dokumentarfilms hat natürlich, bietet mir als Filmmacher eine Menge Möglichkeiten. Es kam dann natürlich auch irgendwie, wir haben Anfang November angefangen zu drehen, dann wurde Trump gewählt, dann gab es Fake News Das spielt dann natürlich wunderbar uns jetzt auch vom aktuellen Zeitgeist rein, weil dieser Diskurs, wie gehe ich mit Informationen um, das ist, glaube ich, etwas, womit wir immer umgehen müssen und was auch wichtig ist, was der Film, ich würde sagen, ich als Filmemacher bin da spielerisch rangegangen, ich habe das gar nicht jetzt, wollte da jetzt gar keine große Kritik üben, sondern ich hatte einen großen Spaß mit verschiedenen Genres und Formaten zu zeigen, was möglich ist. Gleichzeitig habe ich natürlich nichts dagegen, wenn es irgendwie den Zuschauer auch dahingehend sensibilisiert, dass er sagt, ja, okay, ich muss schon das Bild, das ich sehe, auch hinterfragen. Das hat sich hier halt wunderbar mit diesem Dokumentarischen im Film, Spielfilm angeboten. Also ich habe dann auch immer versucht, es zu verführen und dann auch gleichzeitig diese Illusion wieder zu brechen, damit man auch wieder da rausfliegt, was es vielleicht jetzt bei der Rezeption nicht so angenehm macht, aber ja, was halt sehr gut passt, weil es mich eben auch als Zuschauer während des Schauens damit permanent konfrontiert. Das war zumindest die Idee. Genau. Ja, finde ich, hat funktioniert. Ich finde, das ist auch das Faszinierende an diesem Film, wie der so mit so den verschiedenen Formaten quasi spielt, was es da irgendwie alles gibt. Es fängt ja schon an, dass der Kameramann in die Kamera spricht. Es gibt die Episode mit der YouTuberin Joyce, die ist, glaube ich, auch wirklich gibt und so. Es gibt einen Clip, es gibt später dann die Webserie letzten Endes, aber das Tolle finde ich ja wirklich die quasi gespielten dokumentarischen Szenen auch auf der Straße. Wie habt ihr das gemacht? Ihr seid einfach mit Franz Rogowski und dem Superheldenkostüm auf die Straße gegangen. Also er muss ja manchmal Unterschriften geben, das sieht jetzt irgendwie sehr authentisch aus. Wie war das? Das ist schön. Also Franz ist ja jemand, der sehr große Freude hat, wenn er auch improvisieren kann. Leider ist das Filmgeschäft immer eine Geld- und Zeitfrage. Bei den Stellen, wo es möglich war, haben wir immer versucht, sozusagen erstmal zu schauen, was passiert, weil die Momente natürlich immer spannender sind als vorgedachte Sachen. Natürlich, wenn die Jugendlichen kommen, das sind dann Leute, die wir vor Ort angesprochen haben, aber das war dann natürlich schon, also dann hat man denen erklärt, ihr fragt jetzt hier nach Autogrammkarten, aber in der ersten Montagesequenz, wenn er da was über den Kotti läuft und die Jungs mit ihm abschlagen oder einer Hey Batman ruft, das ist alles so passiert und das ist natürlich dann auch viel spannender. Man muss ja mal zweigleisig fahren, dass man sozusagen, man hat ja ein Buch, also wo man so Sachen vorskizziert hat, dass man die notfalls eben auch noch erfüllen kann, weil man das natürlich irgendwie in irgendeiner Form braucht. Aber wenn was Besseres passiert, dann nimmt man das natürlich gerne. Und es war auch sehr spannend zu sehen, dass die Leute auf das alte Kostüm viel positiver reagiert haben als auf das neue. Das fanden sie dann gar nicht so spannend, aber in dem alten kam man ganz gut an. Das hat natürlich Spaß gemacht. Andererseits ist es natürlich durch diese Konstruktion am Ende ist der Film jetzt nicht so, dass ich sehr viel improvisieren konnte, weil ich muss natürlich durch diese ganzen Ebenen auch die Sachen streuen, die ich dafür brauche, damit das einigermaßen aufgeht. Deswegen waren die eigentlichen Spielszenen auch relativ klar, also wie im normalen Drehbuch. Ich habe immer versucht, die Schauspieler, die Zeit hatten, mit denen vorher drüber zu reden, die Sachen zu besprechen, auch am Text vielleicht nochmal ein bisschen zu arbeiten, weil das ist ja immer das Problem, wenn man ein Drehbuch schreibt, die reden ja alle wie ich und das ist nie so gut, als wenn sie unterschiedlich sprechen und jeder Schauspieler bringt dann natürlich auch seine Eigenarten mit, die dann viel spannender sind. Und
wenn man mehr Zeit hätte, könnte man das sicherlich noch mehr forcieren. Ja. Oh. Wärst du denn als Regisseur ein Fan der Improvisation? Wäre jetzt so ein bisschen in Mode. Ja, ich bin aber wahrscheinlich, ich habe ja Drehbuch studiert, deswegen bin ich so ein bisschen da vielleicht ein wenig, also habe ich auch kein Problem damit, ein Buch zu verfilmen. Okay, machen wir mal mit dem Drehbuch weiter. Ich finde ja auch, es gibt großartige Dialoge und One-Liner quasi. Ich habe mir ein paar aufgeschrieben, zum Beispiel Lux ist ja jetzt auch nicht eine grundsätzlich positive Figur von dem, was er sagt, sondern er schwallt manchmal, muss man ja auch sagen, ziemlich viel Unsinn. Zum Beispiel, jeder trägt seinen Helden in sich. Oder einer meiner Lieblingsdialoge ist der Obdachlose, der sagt, kann ein Penner wie ich nicht auch einmal etwas zu tun haben oder so? Oder die Mutter, fand ich auch groß, in meinem Zimmer ruht der Ofen, in meinem Herzen ruhst nur du. Kannst du vielleicht noch was zum Prozess des Drehbuchschreibens, wie kommt man auf sowas, gab es da reale Vorbilder oder irgend sowas sagen? Ja, also ich muss ein bisschen da die Lorbeeren an Franz abgeben, was diese Interview-O-Töne auf dem Dach angeht, die den Film jetzt so strukturieren. Also im Buch gab es immer so am Ende von jedem Kapitel ein Videotagebuch. Die haben wir auch aufgenommen, aber die waren so natürlich geschrieben, die waren nicht so spannend. Und wir haben die Szenen auf dem Dach am ersten Tag gedreht und weil wir da noch eine Szene mit dem Team hatten, war Tillmann auch da und dann hatte ich ihn gebeten, dass er mit Franz... Tillmann ist der Regisseur. Der Regisseur, der Jan, genau, dass er mit Franz sozusagen einfach in seiner Rolle als Regisseur ein Interview macht und dann hat Franz einen Großteil der Sätze sozusagen improvisiert, also zum Beispiel das Ende, egal ob du Müllmann bist oder Fledermaus, das nicht entscheidend. Das hat er dann sozusagen da schön eine schöne Gala hingelegt. Er ist auch jemand, der sagt, das ist super, erster Drehtag, ich kenne die Figur nicht, lass uns sowas mal machen. Da ist er auch sehr, sehr offen für. Diesen Einsatz, den du zitiert hattest, jeder trägt seinen Helden in sich, das ist natürlich, es gibt von diesen We Love Superheroes natürlich auch auf YouTube einiges. Und es gibt eine Doku von HBO über ein paar von den Jungs und Mädels und da habe ich natürlich so ein bisschen auch geguckt, wie reden die so, wie stellen die sich da und so ein paar Sachen übernommen. Ich glaube, das ist, also die ersten Sätze, die er auf dem Dach sagt, die sind sozusagen noch aus dem Drehbuch und der Rest war dann aus dieser Improvisation entstanden. Bei den anderen Sachen, also das ist ein typischer Drehbuchverlauf. Ich habe im Rahmen meines Stipendiums eine erste Fassung entwickelt. Das hieß Nürnberger Autorenstipendium. Das war von der Stadt Nürnberg im Bayerischen Rundfunk. Ging ein Jahr, man hat 4 Treffen, ist nicht bezahlt, aber es ist halt, man hat einen persönlichen Tutor über die Zeit und am Ende konnten wir das beim Filmfest in München pitchen. Das ist eine super Plattform, das ist total wichtig, wenn man jetzt noch keine Kontakte ins Business hat, wie es in meinem Fall war, weil dort sehr viele Leute aus dem Business sitzen und wenn die Interesse haben, kommen die danach auf dich zu. Das ist ein Riesen, schon mal viel, viel besser, als wenn man irgendwo hingeht und den Leuten was in die Hand drückt, weil wenn sie noch nicht wissen, um was es geht, ist es auch schwer, dass sie dann Interesse finden. Und da habe ich dann die Produktionsfirma gefunden und mit der habe ich dann natürlich weiter am Buch gearbeitet und mit der Redakteurin Claudia Klaszewski, die auch dieses Stipendium geleitet hat, die hat dann gesagt, klar, als Bayerischer Rundfunk, die ist für die Debütschiene eben zuständig, dass sie da Lust hat, den Film weiter zu begleiten. Und dann, dann hat man ein paar Fassungen geschrieben, wir haben die Förderung bekommen, dann hat man halt gedacht, okay, versucht man nochmal was am Buch zu ändern, trotzdem keine Förderung bekommen, und irgendwann sagt man dann, okay, wir drehen das jetzt. Also ich hatte, das muss ich auch nochmal sagen, wahnsinnig Glück eben auch mit der Produktionsfirma, sowas gibt es in Deutschland eigentlich nicht, die haben dann am Ende sehr viel Eigenkapital reingesteckt, weil es keine Förderung gab. Und das war für mich ein wahnsinniges Glück, sonst normalerweise stirbt ein Film, wenn er nicht gefördert wird. Deswegen ist das alles Fiktion, was man hier sieht, also was Produzenten angeht. Das habe ich persönlich so nicht erfahren.
Schade, ich hab in deiner Vita gelesen, dass du mal auf so einer Clownschule warst. Ich dachte, vielleicht sagst du jetzt, dieser Humor kommt, weil ich mal als Entertainer gearbeitet habe. Nein. Nein. haben wir auch vorhin drüber geredet, auch mal als Regieassistent auf dem Theater gearbeitet. Hat das deine Arbeit mit den Filmschauspielern irgendwie beeinflusst? Also die Arbeit am Theater hat mich, glaube ich, dahingehend generell beeinflusst, dass das posttraumatische Theater sich ja immer weiter weg von Figuren und Konfliktsituationen entwickelt. Das Text hat nicht mehr so eine Hierarchie. Es geht eher um eine Überforderung zu schaffen mit verschiedenen Kunstformen. Die meisten Texte kennen die Leute ja, deswegen wird damit viel freier umgegangen. Und da steht immer ein sehr klarer formaler Aspekt im Mittelpunkt bei vielen Regisseuren. Und das war für mich auch wichtig jetzt bei der Konzeption des Filmes. Ich habe da sicherlich einige meiner Kollegen und Kolleginnen auch zur Verzweiflung gebracht mit meinem formalen Ansinnen, aber also das hat mich sicherlich beeinflusst. Und dann die Arbeit mit den Schauspielern, also einige der Schauspieler, die kannte ich vom Theater, also die konnte ich dadurch gewinnen. Und ich habe auch viele hauptsächlich versucht zu casten, also ich hatte da viel Mitspracherecht, was auch schön war. Wir hatten natürlich eine Casterin, die tolle Vorschläge gemacht hat, und die Produktionsfirma und die Redaktion, die müssen das natürlich am Ende auch absegnen. Aber ich wollte mit vielen Leuten arbeiten, die auch viel Theater machen, weil die Art und Weise, wie wir gedreht haben, um diesen dokumentarischen Duktus aufrechtzuerhalten, war, dass wir meistens Plansequenzen gedreht haben, auch wenn die jetzt unterschnitten sind. Das heißt, ich wollte, dass mein Kameramann. Also wir haben die dann auch mehrmals gedreht, aber die Leute mussten nicht, wie es sonst klassisch vielleicht beim Fernsehen ist, Markierungen und Sachen ablaufen, sondern die konnten sich frei bewegen und konnten sich auch ein bisschen anders bewegen als davor. So, da musste er jedes Mal eigentlich wie beim Dokumentarfilm gucken, was passiert, und sich auf das konzentrieren, was er gerade interessant findet. Und das, finde ich, hat der Yannick hervorragend gemacht, dass man eben auch diese pseudodokumentarischen Kamera auch glaubhaft findet. Und deswegen wollte ich auch Schauspieler, die im großen Bogen spielen können, die da Bock drauf haben und die auch offen sind zu improvisieren. Und ich finde auch, dass, also Franz spielt das natürlich hervorragend auf seiner, durch dieses minimalistische Spielen so, aber auch die Kollegen, finde ich, die zeigen eine hohe Intelligenz, weil sie ihm auch diesen Fokus geben. Also es gibt Schauspieler, die produzieren sich. Und die würden dann in Sachen reingrätschen, und das komplette Ensemble, bin ich super glücklich mit, die haben einfach auch diese Freiräume für das Spiel, das Franz so hervorragend als Lux macht, auch dann hergestellt. Ja. Franz Rogowski, sprechen wir nochmal über den, ist ja quasi heute regelrechter Star, eigentlich in so einem quasi Independent-Bereich, sage ich jetzt mal. Auf der Berlinale liefen mir jetzt zwei Filme mit ihm, Transit und in den Gängen. Hier bei dir hat er jetzt zum Beispiel auch eine deutlich andere Rolle, als er das in Ficke Fuchs von dem Stahlberg hatte. Also er hatte hier auch immer irgendwie so eine gewisse Melancholie, sage ich jetzt mal irgendwie, oder auch in sich Gekehrtheit. Wie war die Arbeit mit ihm? Ja, also Franz ist sehr gefragt, deswegen hatte er eigentlich wenig Zeit, aber er war natürlich sehr gut vorbereitet, und er hat einfach einen ganz besonderen Instinkt als Schauspieler, also wie er an Szenen rangeht, wo ich auch viel sozusagen noch lernen konnte. Und was natürlich für mich wahnsinnig wichtig ist als Debütregisseur, also ich habe ja nichts vorzuweisen gehabt. Das heißt, die Schauspieler müssen mir da auch eine Menge Vertrauen entgegenbringen, weil die wissen nicht, was mache ich da am Ende draus. Und da könnte ich es auch verstehen, wenn das Vertrauen nicht kommt, aber ich hatte das Glück, dass er
das eben gemacht hat und da sozusagen ins kalte Wasser gesprungen ist, weil klar, wenn ich schon 4, 5 Filme gemacht habe, dann kann man sich die angucken, dann kriegt man so ein Gefühl, wie arbeitet der Kerl, was findet er gut, was nicht. Und dann kann man das am Set dann auch wahrscheinlich besser einordnen. Und so ist es gerade für den Cast immer ein Risiko auch, was passiert. Und ja, also da konnte ich natürlich auch total von profitieren, denn auch der Film an sich profitiert jetzt natürlich davon. Ich glaube, in den 1,5 Jahren, wo ich intensiv den Film vorbereitet, gedreht und in Postproduktion saß, hat Franz 7 Filme gedreht. Also kam er mit Haneke jetzt im Herbst Happy raus, End, ja. Mit Happy End, Fickefuchs jetzt in den Gängen, Transit, der kommt jetzt noch mit Terrence Malick im Sommer raus. Und das ist für uns, also für so einen kleinen Low-Budget-Debütfilm natürlich dann auch super, dass man so jemanden dafür hat, der dann einfach auch im Arthouse-Bereich dann schon so ein Standing hat. Ja. Mhm. Was ich auch interessant fand, der Film ist ja auch quasi sehr geerdet. Also er verortet ja Thorsten relativ genau. Er arbeitet in diesem Gemüse-Großhandel und bei der Berlinale habe ich In den Gängen gesehen, da spielt auch eben Franz Rogowski die Hauptrolle, der spielt in einem überhaupt Großhandel, also für Einzelhändler also ein ähnliches Setting und der quasi Chef von deinem Gemüsegroßhandel ist auch da der gleiche Schauspieler, der in dem anderen Film der Chef des Großmarktes ist. Deshalb so interessiert, gibt es da irgendwie Verbindungen oder sowas zwischen deinem und dem anderen Film? Habt ihr das parallel gedreht oder sowas? Ja, also Franz hat In den Gängen nach unserem Projekt gedreht und ich bin sehr glücklich, dass ich zuerst gedreht habe, weil der Andreas Leupold, der hier seinen Chef sozusagen im Großmarkt spielt, ist ja eine sehr kleine Rolle, aber ich kannte ihn vom Theater, der hat mir den Gefallen getan und der hat jetzt bei In den Gängen in diesem Metro-Markt sozusagen oder in dem Großhandel spielt er eine ähnliche Rolle, nur auch hat er auch mehr zu spielen sozusagen. Und ich denke, wenn wir jetzt danach rausgekommen wären, hätte jeder gesagt, ah, okay, klar, das ist schön abgeguckt und bin ich einfach froh, dass ich sagen kann, nee, wir haben zuerst gedreht und ich kannte den Leo auch schon. Das war jetzt wirklich Zufall. Also Franz hatte so ein bisschen Sorgen, der hat dann gesagt, ja, aber ich drehe danach In den Gängen, das ist auch ein Großmarkt, weil wir diesen Gemüsehandel eben hatten. Und ich meinte, ja, es ist bei uns nur ein kleiner Aspekt und es geht ja nur darum, womit verdient er sein Geld. Und ich kenne diese Clemens Meyer-Kurzgeschichte In den Gängen auch sehr gut. Mein Kameramann und ich hatten am Ende vom Studium mal beim Verlag angerufen und gefragt, ob es da noch Rechte gibt. Die waren natürlich schon weg, weil wir die Geschichte auch so toll fanden. Und dann habe ich gesagt, ja, aber bei In den Gängen spielt ja in der Getränkegroßhandel. Das ist ja schon was anderes. Vielleicht noch zwei kurze Fragen von mir, bevor wir quasi umschalten. Es gibt ja so zwei Anspielungen auf Klassiker in Lux. Ich finde, so am Anfang, das sieht so ein bisschen nach Rocky, Teil 1, wo der da so joggt, aus. Und dann sagt ja noch der Produzent Brandt, Heiko Pinkowski, das ist doch hier so eine Truman-Show. Was sind denn so deine Vorbilder im Kino, international oder deutsch? Jetzt so ganz allgemein, ja. Oder jetzt auf ja, das ist unterschiedlich. Also ich habe, also ich bin in der Nähe von Mainz aufgewachsen, dann sind wir immer nach Mainz ins Kino gefahren und dann gab es so ehemalige kleine Porno-Kinos, die haben dann so ein bisschen Arthouse gezeigt und da habe ich Ghost Dog gesehen, wo ich jetzt heute sagen würde, naja, ist jetzt Jim Jarmusch. Von Jim Jarmusch, genau, das ist jetzt nicht unbedingt der super Arthouse, also ist ja schon sehr mainstreamiger Arthouse sozusagen, aber für mich war das damals eine ganz neue Seherfahrung, weil ich halt nur so Blockbuster Cinemax-mäßig Filme kannte und ich glaube, das war so ein erster Einfluss, das hat mir gefallen, wie der erzählt hat, weil der auch immer mit sehr viel Poetik arbeitet, was die Sprache angeht und so. Und ja, und so könnte ich vielleicht ein paar Sachen nennen, die so nach und nach kamen. Also ich habe, glaube ich, bei Irreversibel von Gaspar Noé zum ersten Mal
bewusst kapiert, was Kamerakonzept wirklich heißt. Gut, da ist es extrem, also das kapiert jeder, aber auch ich habe es da kapiert, ja. Und, also das war dann so für mich spannend. Dann an der Filmhochschule haben wir viel Tarkowski geguckt. Das ist für mich Filmkunst. Also weiß nicht, ob man das heutzutage ist, Film einfach viel zu teuer. Ich tue mir da immer sehr schwer, wenn man von Kunst redet, weil einfach sehr viele Leute Interesse daran haben, dass das Geld auch wieder zurückkommt und es eigentlich für mich ein Produkt ist, das natürlich sehr gut unterhalten kann oder auch künstlerisch natürlich irgendwie auch hochwertig sein kann, aber ich glaube, die wenigsten Regisseure können wirklich Kunst machen. Also sowas, was Tarkowski mit Stalker hatte, dass angeblich die Filmrollen verbrannt sind. Also man weiß es ja nicht und dann dreht man ihn halt nochmal. Ich glaube, das würde selbst Scorsese nicht hinbekommen, ne? Weil es einfach zu teuer ist. Und ja, also das war dann, das ist nochmal eine ganz andere Form von Erzählen. Mhm. Also sehr gewaltige Bildsprache, was ich spannend fand. Und dann mag ich natürlich viel Genre-Kino, also Rumskop, also Bullhead zum Beispiel. Ich fand The Broken Circle, fand ich super. Ja, also so Geschmack von Rost und Knochen, solche Sachen, großartige Filme, die ich gerne gucke. Jetzt eine letzte Frage zum deutschen Film, weil ja unsere Reihe auch Was tut sich im deutschen Film heißt. Produzent Brandt sagt ja an irgendeiner Stelle, das wäre jetzt nicht so ein Berliner Schule-Scheiß, sagt er. Deswegen die Frage, wie beobachtest du so den gegenwärtigen deutschen Film? Du warst ja jetzt auch mit deinem Film in Hof, wo du den Nachwuchspreis gewonnen hast. Was tut sich da? Ja, also ich glaube, das ist, ich glaube, es gibt sehr viele Leute, also sehr viele gute Leute mit klugen Ideen, also sehr talentierte Leute, aber es gibt halt wenig Töpfe mit dem Geld dafür. Und es heißt immer so, ja, warum sieht man so Filme so selten? Also es gibt sie schon, man sieht sie halt nur nicht. Also es ist ein Verleihproblem oder ein Kinoproblem, das glaube ich, momentan das Publikum in Deutschland schwierig ist. Also das Arthouse-Publikum an der Masse ist, glaube ich, immer geringer geworden. Dafür nehmen die Produktionen zu an Arthouse-Filmen. Das heißt, dadurch nehmen sich die Filme gegenseitig Publikum weg und es ist, die Leute, die in die großen Blockbuster gehen, haben ein anderes Filmverständnis und auch einen anderen Filmgeschmack, die auch Filme anders rezipieren und damit auch dann weniger oder anders nur was anfangen können. Und da klafft so eine Lücke. Also wir haben es, glaube ich, bei uns jetzt nicht so wie in Frankreich, dass es, also ich kenne mich jetzt auch nicht so super in Frankreich, also was ich immer so erzählt bekomme oder wenn man das so mit dem Film mitbekommt, hat Kino dort einen Stellenwert wie bei uns vielleicht Theater, also wo man sagt, das ist jetzt, okay, ich setze mich auch mal 4 Stunden auf einen Holzstuhl und finde das irgendwie cool, obwohl es anstrengend ist, das passiert im Kino eher weniger. So. Mhm. Und also Heiko dreht ja viel mit Axel Ranisch, die machen tolle Filme. Und natürlich hatte Heiko dann auch einen Spaß, so einen Satz zu sagen, weil er natürlich auch eher aus dieser Richtung kommt, ja. Auch wenn es jetzt nicht die klassische Berliner Schule ist oder Mumblecore, Jakob Lass, wir haben den Vorfilm von ihm ja gesehen. Sein Bruder, die machen viel, auch interessante Sachen. Ich habe in Hof, da gab es Filme, also wir haben ja jetzt nicht viel Geld gehabt, aber im Verhältnis zu denen waren wir wahrscheinlich hochbudgetiert, wo trotzdem eine super Story erzählt wurde. Und aber wie willst du, also kannst du als Zuschauer kaum sehen und das ist schade, aber ich weiß da auch keine Lösung. Also gerade. Willst du sagen, was dein Film gekostet hat? Oder ist das die Hälfte von einem Fernsehfilm. Okay. Ja, damit sind wir hier auf der Bühne erstmal vielleicht zu Ende. Wenn Sie Fragen und Kommentare haben, könnten Sie die jetzt äußern. Bramilla hat ein Mikrofon und dann verstehen wir das auch.
Das ist immer so, wenn den Leuten ein Film gut gefallen hat, dann stellen sie auch keine Fragen. Vielen Dank. Hier vorne ist eine Frage. Ich will doch noch was sagen. Ja, bitte. Also erstmal, der Film war krass. Warten Sie mal, sie kommt mit dem Mikro, dann... Also nochmal vielen herzlichen Dank für diesen tollen Film, hat mir außerordentlich gut gefallen. Und ich habe auch extra gewartet, um ihn hier zu sehen und nicht in einem anderen Kino, weil ich einfach an dem Gespräch auch sehr interessiert war. Was mir besonders gut auch gefallen hat, war die Musik. Wie ist der mit Ihnen bekannt gewesen oder wie sind Sie mit dieser, also die hat mich den ganzen Film über wunderbar getragen. Ja, das freut mich. Das gebe ich auch gerne an den Komponisten weiter. Ich bin mit dem Bastian sehr gut befreundet. Wir kennen uns eigentlich aus Schulzeiten. Es war aber auch sein erster Filmscore. Bastian Emig, ne? Bastian Emig, genau. Und da hatten wir auch Glück, dass die Produktionsfirma eben da auch gesagt hat, ja, okay, dann soll er das machen, weil er hatte ja jetzt auch, konnte er auch nicht sagen, ich habe schon 5 Filme vertont so und genau wie mit dem Kameramann oder den Schnittleuten konnte ich da Vorschläge machen, die auch keine Gegenstimmen fanden und das war für mich wichtig, dass ich so im engen Kreis einfach Leute habe, die ich kenne und weiß, wie die ticken und der Bastian hatte, also ich wollte irgendeine urbane Musik, elektronisch-Hip-Hop-mäßiges und er hatte irgendwie einen Straßenmusiker gesehen, der hat Beatbox und Didgeridoo gespielt und hat er mir das irgendwie gezeigt und dann, das fand ich super, ich bin jetzt nicht super musikalisch, aber ich komme so klassisch als Dramaturg halt so, ich muss mir so Sachen bauen und ich, was ich an dem Didgeridoo super fand, war, dass es auch so völlig unerwartet und eigentlich auch nicht so richtig in so eine Form von Musik passt, so wie der Thorsten als Figur nicht so richtig in diese Welt passt, also er ist so eine anachronistische Figur eigentlich. Und deswegen haben wir dieses Instrument dann auch für ihn benutzt und so kam die Idee und dann hat er eben diesen wunderbaren Soundtrack gebastelt. Wahnsinnig aufwendig, also der Didgeridoo-Spieler sitzt in Kalifornien, dann ist es eigentlich ganz gut mit der Zeitverschiebung, weil wenn Bastian geschlafen hat, hat der Sachen eingespielt, wenn Bastian wach war, hat der das wieder gebaut und der konnte das natürlich durch die Distanz jetzt auch nicht eins zu eins direkt so spielen, sondern der hat immer verschiedene Beat oder Pattern gespielt oder Bastian hat ihm gesagt, mach mal so oder so und dann hat er nochmal diese ganzen Beats wirklich gebaut, also ausgeschnitten, gedoppelt, was wahnsinnige Arbeit ist. Ich weiß nicht, wie er es hinbekommen hat in der Zeit, aber es war dann da und ich war sehr glücklich. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Solange sie nicht gehen, kann ich ja noch Fragen stellen. zum Beispiel zu den Schauplätzen. Das fand ich auch relativ gelungen, so diesen Gegensatz zwischen der Plattenbausiedlung und dem Trubel der Innenstadt. Dann gab es noch diesen Stripclub Rush Hour, den es ja, wie ich im Netz nachgeguckt habe, tatsächlich gibt. Wie seid ihr auf diese Schauplätze gekommen? Gab es da eine Location-Suche oder sowas? Ja, Location-Suche war ganz wichtig. Eigentlich hatten wir auch zu viele Locations für unser Budget, aber es hat dann trotzdem geklappt. Das ist etwas, was mit am meisten Freude macht in der Vorbereitung, dass man rumfährt und sich die Orte anschaut, wo was spielen könnte. Natürlich hatten wir so eine Grundidee, gab es ja schon beim Buch, dass man sagt, seine Welt ist eher Lichtenberg, also so plattenbaumäßig und natürlich der Jan als Hipster kommt dann eher so aus Kreuzberg und dann gibt es noch die Welt von Kitty und natürlich, dass er dann immer mehr in dieses Mainstream Berlin sozusagen auch reingeraten kann und ja, aber dann sind wir einfach rumgefahren, haben die Sachen geguckt, hatten dann natürlich auch in der Vorbereitung hat Uli Friedrichs als Szenenbildner sehr viel
gesucht. Er hat das mit uns besprochen, hat dann die Sachen abgeklappert und die, die er gut befand, sind wir dann mit ihm nochmal durchgegangen und haben geschaut. Und so haben wir das nach und nach zusammengesucht. Natürlich hatten wir jetzt nicht alles direkt, also 2-3 Sachen musste ich noch während des Drehs nach dem Dreh dann nochmal angucken, weil wir einfach so viel hatten und dann auch nicht immer alles geklappt hat, aber zum Glück hat es am Ende alles geklappt, ja. Und dann vielleicht noch eine letzte Frage, wenn Sie jetzt keine Fragen mehr haben, was machst du als Nächstes? Das frage ich mich auch. Also wenn ich vernünftig wäre, dann würde ich mir einen Job suchen, aber das ist ja jetzt mein erster Film und das macht schon Spaß und dann will man das gerne nochmal machen. Ich muss jetzt gucken, also ich würde gern, also ich habe genug Stoffe, das ist nicht das Problem. Ich sage immer scherzhaft, ich habe hier 104 Minuten Demo-Tape gemacht mit allen möglichen Genres und Formaten. Vielleicht kommt dann jemand auf mich zu. Ansonsten ja, versuche ich zu schreiben und wieder Leute zu finden, die vielleicht Interesse haben, den Film zu machen. Dein Film ist ja auch, in allen Kritiken kommt er super rüber. Das muss man jetzt ja auch mal irgendwie sagen. Also insofern ist das vielleicht ja auch Bestandteil der Bewerbung fürs nächste Projekt. Sicherlich hilft das auf alle Fälle auch mit dem Preis. Und dass man überhaupt einen ersten Film hat, das eröffnet einem schon. Also ich kann jetzt den dicken Zeh kann ich jetzt in den Türspalt stecken. Ist eigentlich Crowdfunding im Filmgeschäft eine Maßnahme? Nee. Also ich kenne mich dazu wenig aus. Ich glaube nicht wirklich, also das. Es gibt natürlich Sachen, die das machen oder auch Filme, die das machen. Es hängt immer von der Summe ab. Also jetzt, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel Isabel Schubert hat diesen Film gemacht, auch so ein Mockumentary, Männer zeigen Filme, Frauen ihre Brüste. Das war alles. Wo Anne Haug mitspielt. Wo auch Anne Haug mitspielt. Und die haben das sozusagen alle für Umme gemacht, als sie in Cannes waren. Und die haben dann Crowdfunding gemacht, um die Postproduktion, um den Cutter bezahlen zu können. Das hat dann funktioniert. Aber wenn man wirklich alle, auch die Schauspieler und so bezahlen müsste, dann kommt man einfach, also no budget im Filmbereich gibt es, also kostet immer. Also es gibt keinen Film, der nichts kostet, weil einfach viel zu viele Leute dabei sind, die wollen, die will man ja zumindest versorgen. Und das sind lange Tage. Und das, ich glaube, das Hauptproblem ist, ich bin jetzt ja nicht Produzent, das müsste man Produzenten fragen, aber wenn man das über Crowdfunding macht, dann sind sie automatisch, jeder, der Geld gibt, ist Produzent. Und das ist dann im Nachhinein, glaube ich, wahnsinnig kompliziert, wieder aufzulösen, was mit Geldern passiert, falls der Film Gelder einspielt und so. Aber da bin ich, glaube ich, auch der falsche Ansprechpartner. Ich glaube, letzten Endes kommt bei den ganzen Projekten, die das gemacht haben, also zum Beispiel die Produzenten von diesem Iron Sky, das war da auch Crowdfunding, also da kommt jetzt kein sechsstelliger Betrag bei raus, also jetzt keine wirklich hohen Summen, glaube ich. Ne? Oder sie sind ein Star, so wie Zach Braff, der irgendwie, der hat ja, glaube ich, 1-2 von seinen Filmen so gemacht, aber dann haben sie einfach auch das Publikum schon, also und. Naja, vielleicht kommt es bei deinem dritten oder vierten Film. Also, wenn jetzt keine Fragen sind, dann bedanke ich mich bei dir ganz herzlich, dass du da warst und für das Gespräch und wünsche Ihnen, nein, noch nicht, ich wünsche Ihnen noch keinen guten Abend, denn vorher möchte ich darauf aufmerksam machen, dass in unserer nächsten Veranstaltung, Was tut sich im deutschen Film, am 21.03. Lars Kraume mit Das schweigende Klassenzimmer kommt. Und jetzt nochmal besten Dank, Daniel, und schönen Abend. Vielen Dank. Danke für die Einladung.